Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Bevor ich mit meiner hypnotischen Einleitung und mit den Affirmationen Aktivierung der Selbstheilungskräfte beginne, möchte ich noch ganz kurz etwas sagen, was überhaupt Selbstheilungskräfte sind. Du bist sicherlich nicht darüber verwundert, wenn du dich zum Beispiel in den Daumen schneidest, dass es nach ein paar Tagen die Wunde wieder gut ist. Diese Wunde ist nur deshalb gut, weil unser Körper eigene Selbstheilungskräfte hat. Gerade in der heutigen Zeit neigen wir Menschen aber dazu, nicht auf unsere eigenen Selbstheilungskräfte mehr zu hören oder auf sie zu vertrauen, sondern immer mehr die Verantwortung jemanden anderen abzugeben. In diesem Video möchte ich euch helfen, einerseits mit den Affirmationen und mit der hypnotischen Einleitung, euch diese Selbstheilungskräfte wieder zu verinnerlichen, aber euch auch darauf aufmerksam zu machen, dass unsere eigenen Selbstheilungskräfte, die uns von klein an, von Natur her, in uns drinnen stecken, wir jederzeit wieder aktivieren können und somit auch wieder steigern können. Wir brauchen nur Vertrauen, genauso so wie beim Daumen. Wenn du dich schneidest, weißt du ganz genau, kann der auch wieder selber heilen. Wir sind aber auch dazu fähig, viel mehr heilen zu können. Wir können körperliche, seelische, ganz viele Dinge können wir heilen mit unseren eigenen Selbstheilungskräften. Du brauchst nur Vertrauen haben. Übung macht auch den Meister. Mit diesen Affirmationen hast du die Möglichkeit, wieder intensiver deine Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, Aktivierung der Selbstheilungskräfte, und du keine folgenden Affirmationen versäumen möchtest oder auch solche Themen wie Neuprogrammierung des Gehirns, abonniere einfach meinen Kanal und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du mir einen Daumen hoch gibst. Unten in der Beschreibung findest du auch noch ein paar weitere Links. Einerseits einen Link zu meinem Musikkanal mit Brainwave-Musik. Der Kanal heißt Bad Anthony Soul. Schau vorbei, wenn du dich für dieses Thema interessierst. Und ich habe auch noch weitere Links zu meinen Produkten und zu meinen kostenlosen Webinaren. Und jetzt starten wir mit der Affirmation. Mach es dir nun bequem und finde eine angenehme und sehr ruhige Lage für deinen Körper. Du willst tiefe Ruhe finden und sie so richtig genießen. Und dabei hilft eine möglichst schöne und bequeme Ruhe deines Körpers. Schließ die Augen und stell dir vor, du schaust aus dem Fenster und siehst, wie es draußen regnet. Lass ein Bild von den herabfallenden Regentropfen entstehen und verfolge ihren Weg. Von ganz hoch oben bis in die Tiefe. Und nun kannst du deine Vorstellungskraft nutzen, um den schönen und ruhigen Zustand einer wirklichen Trance zu erleben. Stell dir vor, wie die Tropfen langsamer fallen. In Zeitlupe fallen 1000 Regentropfen zu Boden. Und mit jedem Tropfen wird es ruhiger und ruhiger in dir. Und du kannst steuern, dass die Regentropfen, die dich in die schöne Trance begleiten, noch langsamer werden. Ganz langsam. Immer langsamer. Du lässt die Regentropfen einfach immer langsamer fallen. Und stellst dich innerlich auf die gleiche, angenehme Langsamkeit und Müdigkeit ein. Nun lässt dein Körper jede Spannung los. Du liegst ruhig da. Und wenn du dich bewegen willst, nur um es dir noch bequemer zu machen, du kannst immer weiter die langsamen Regentropfen beobachten, die in Zeitlupe in die Tiefe fallen. Und mit ihnen geht dein Gefühl. Mit ihnen gehst du in die
Tiefe der Entspannung, in die wunderbare Tiefe der Trance. Und sobald du spürst, dass du wirklich eine angenehme Müdigkeit gefunden hast und dort verweilen willst, kannst du die Regentropfen anhalten. Du lässt sie einfach still stehen, wie in einem Standbild, das dir zeigt, wie langsam alles um dich herum und in dir drinnen geworden ist. Denn jetzt ist die Zeit der tiefen Ruhe gekommen. Jetzt hast du Zeit und Gelegenheit, wirklich tiefe Ruhe zu finden. Denn das ist dein Ziel und vielleicht wirst du bald schon überrascht sein, wie tief du doch tatsächlich entspannen kannst im Zuge dieser Trance. So wie die Regentropfen anhalten und stehen bleiben, so bleibst du jetzt innerlich stehen, um ganz und gar in der Müdigkeit und Ruhe des Augenblicks zu verharren. Denn in diesem inneren Anhalten findest du die beste Entspannung und die beste Erholung. Eine ganz eine tiefe, tiefe Entspannung. Ich erlaube mir jetzt, gesund zu sein, gesund zu werden und gesund zu bleiben. Ich bin frei. Mein Immunsystem wird von Tag zu Tag immer stärker und stärker. Ich werde unterstützt und geliebt. Ich bin mit allem verbunden. Ich fühle, dass mein Immunsystem immer angemessen, gezielt und richtig reagiert. Gott liebt mich über alles. Ich gehe meinen Weg. Ich unterstütze mein Immunsystem durch gesundes Essen, Bewegung, frische Luft, Ruhe und Entspannung. Ich vertraue auf meine Selbstheilungskräfte. Ich lasse alle Programme los, die mir nicht länger dienen. Ich vertraue darauf, dass mein Immunsystem mich gesund erhält und schnell wieder gesund werden lässt. Ich fühle mich dank meiner Selbstheilungskräfte optimal geschützt. Ich lasse genetische Programme los, die in Konflikt mit meinen Überzeugungen stehen. Ich vertraue auf meine Selbstheilungskräfte. Meine Blutgefäße versorgen alle meine Körperzellen mit Nährstoffen. Ich lasse alle Programme los, die die Reise meiner Seele blockieren. Meine Blutgefäße ermöglichen mir den Fluss des Lebens. Ich höre von jetzt an auf mein Herz und achte auf meine Signale.
Meine Selbstheilungskräfte helfen mit, immer gesund zu werden und zu bleiben. Ich bin dankbar für mein wunderbares, gesundes Herz. Mein Herz strahlt Liebe und Freude aus. Ich bewege mich leicht und mit Freude durch mein Leben. Ich kann selbstständig mein Leben meistern. Ich bin stets offen für Neues. Ich habe jetzt die Absicht, mich gesund zu ernähren. Ich vertraue auf mein Leben und auf meine Selbstheilungskräfte. Mein Unterbewusstsein arbeitet mit mir und meinen Selbstheilungskräften zusammen. Ich bin motiviert, das zu tun, was am besten für mich ist. Ich merke, wie meine Selbstheilungskräfte in mir arbeiten.